Upsala. Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu... Alles gut, Entschuldige. Nee, ich habe hier so eine Einblendung gehabt, die hat mich irritiert. Ja, ja, ich fange nochmal an. Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zum 363. Allabendlich Queere Literatunden. Im Rahmen des Jubiläumsfestivals haben wir heute den André zu Gast. Grüß dich. Einen schönen guten Abend. Und eigentlich war ja mal angedacht, so dass du uns nochmal aus, es wird schon hell, vorliest. Jetzt hast du dich aber entschieden, doch was anderes zu lesen. Kannst du uns sagen, was du dir vorgenommen hast? Selbstverständlich kann ich das. Ich hatte ja schon so oft aus, es wird schon hell, vorgelesen und wollte mich nicht wiederholen. Und eigentlich hätte ich das Buch jetzt nochmal hochhalten können, aber es liegt jetzt irgendwo anders. Genau, ich arbeite gerade an einem Roman. Ich habe den Vertrag dafür schon letztes Jahr unterschrieben. Und der wird dann hoffentlich im nächsten halben, dreiviertel Jahr dann veröffentlicht sein. Aber ich wollte schon mal ein paar Kostproben vorlesen. Der Roman heißt Zwei Löwen im Goldfischglas. Wie der Titel schon sagt, irgendwie ist es zu eng, irgendwie passt es nicht so richtig. Und wie der Titel schon sagt, es ist ein Beziehungsbuch. Ich sage bewusst kein Liebesroman, sondern ein Beziehungsroman. Es geht um A aus Berlin und um P aus Madrid. Und es ist eine 8-jährige On-Off-Beziehung. Und ich lese einfach mal einige Auszüge vor. Oft war es so, heute geniere ich mich nicht, dir das so zu sagen, dass ich mir sehnlichst wünschte, dass unsere Geschichte vorbeigehen möge, damit ich sie erzählen kann, mit all der Getragenheit, die man Vergangenem angedeihen lässt, damit ich sie aufschreiben kann in einem schwurbeligen Gedankenkreisel zwischen dem Damals und dem Heute. Dieser verkommene Wunsch entsprang, auch hier möchte ich ehrlich sein, einer weit im Inneren verwurzelten Eingebung, dass wir nicht echt waren. Nicht miteinander und schon gar nicht füreinander. Heute denke ich, dass wir beide das wussten, dieses Wissen jedoch in den Unterwelten des Unterbewusstseins parkten und uns labten an dem süßen, verbotenen Spiel wider unsere Natur. Wir spielten es 7,5 Jahre, unterbrochen von Beziehungsversuchen mit anderen, und als es vorüber war, waren unsere Seelen keinesfalls erkaltet oder wassergetränkt. Deine Abwesenheit machte meine Atemluft nicht schwerer, und du schienst im Freiflug stärker, stolzer zu sein als im Wir. So jedenfalls wirkte es auf mich. Genau kann ich es nicht sagen, denn so muss ich all der gemeinsamen Zeit zum Trotz zugeben, ich kenne dich nicht. Deshalb blieb meine Verliebtheit in dich ein Keimling ohne Chance auf prächtiges Erblühen, und darum hielt ich meine Zuneigung an der Leine. Und doch war da etwas Unbenanntes, ein Brand, denn zeitweise warst du mir so vieles, vielleicht mon autre moi, mein anderes Ich. Du warst gewitzt, füttertest meine Gewogenheit mit kleinen Häppchen an, um sie dann hungern zu lassen. Ich wollte dich lieben, weil ich mich von dir nie wirklich geliebt gefühlt habe. Wir hätten reden sollen, nicht bloß sprechen. Ich hätte flüstern können, dicht an deinem Ohr, was es für mich bedeutete, die Sonne deinen Nacken befingern zu sehen. Es war, als würde meine Welt einen Salto machen. Und unser gemeinsames Lachen, ein Pakt, eine Kur gegen die Einsamkeit. Du und ich, zwei Mondkrater, in denen das Unmögliche nisten wollte und nicht konnte. Schemenhaft erinnere ich mich an diesen Traum, den es brauchte, um den Morgen freizugeben, den Wecker sozusagen. Ich küsste deine Stirn, ein stummer Ruf nach Glück. Liebe ohne Worte ist manchmal klarer, und vielleicht nützen einem die angesparten Worte später, wenn man sie braucht, wenn sie das Rettungsboot sein könnten auf unruhiger See. Der Stirnkuss war ein Abschied. Du gingst, ohne dich noch einmal umzudrehen. Verwurzelt blieb ich stehen und guckte dir nach. Eine Ewigkeit, bis du als Punkt am Horizont verschwandest. Selbst in diesem Augenblick blieb unsere verbrauchte Glühbirne eine Galaxie für mich. Ich hatte dich immer für stärker gehalten als mich. Dabei warst du lediglich abgeklärter. Stattdessen war ich, als der Vorhang fiel und wir auf leerer Bühne standen,
du links, ich rechts, voneinander getrennt durch ein meterlanges, undurchdringliches Vakuum, der Unbesiegbare von uns beiden. Denn du hattest, das waren deine Worte, ankommen wollen, ich nicht. Denn ankommen heißt für mich Stillstand. Ein Zuhause, einen Partner wollten wir beide. Nur hatten wir konträre Vorstellungen davon, was dieses Zuhause war und wie es gestaltet sein sollte. Es flucht und streitet sich gut auf Spanisch. Diese deftige Sprache mit ihren Fauchlauten und rollenden R's lädt förmlich dazu ein. Aber wir stritten nie. Es blieb harmonisch, sehr, zu harmonisch, über die Jahre hinweg bis zum Schluss. Nicht einmal die im Rahmen eines Kennenlernens üblichen kleinen Zankereien unter Verliebten hatten wir. Wir hatten uns immer gern, waren wie zwei gleichaltrige Kinder auf dem Spielplatz. Dir fehlten die Schippchen, mir bedeuteten sie nichts und ich gab sie dir gern. Meist bezahltest du die Flugtickets für mich und scherztest, du hättest mich damit quasi gekauft. Da du an zwei Tagen ungefähr so viel Geld ausgabst, wie ich im Monat zur Verfügung hatte, hatte ich kein schlechtes Gewissen. Das amüsierte mich und stimmte in gewisser Weise, aber du wusstest nicht, was du gekauft hattest. Ein Mann, der sich dir niemals so orgiastisch sexuell hingeben würde, wie du es gewohnt warst und erwartetest. Lange hatte ich mich gewundert, dass unser Sex zwar innig und lustvoll, aber nie wild und leidenschaftlich war. Erst Jahre später war ich in der Lage zu erfassen, dass Ekstase und Zuneigung widersprüchliche Empfindungen sind und dass wir uns einfach zu sehr mochten, um richtig dummgeil zu sein. Du suchtest im Sex eine sich spiralenförmig wiederholende Bestätigung, während ich diesbezüglich schon immer der Take-it-or-leave-it-Typ war. Logisch, dass ich dir das, was du brauchtest, nicht dauerhaft geben konnte. Okay, ich fürchte, ich habe mich mal ganz kurz... Nein, doch nicht, Entschuldigung. Ohne ein Frühstück verließ ich am Samstag, dem 6. Oktober, die Calle Avicila. Du standest auf dem Balkon, legtest deine Hand beteuernd auf deine Brust und hattest Tränen in den Augen. Hätte ich nicht 12 Stunden zuvor von Marcos erfahren, hätte mich diese delikate Geste so sehr ins Herz getroffen, dass ich wieder jeder Vernunft den Flug storniert hätte und geblieben wäre. So aber konnte ich dir mit Fassung zum Abschied winken, mein Gepäck im Kofferraum des Taxis verstauen und einsteigen. Erst an der nächsten Kreuzung ließ ich sie los, die stillen Tränen, einer tiefsitzenden Verletzung abgerungen und zu lange im Zaum gehalten und negiert. 2 warme Rinnsale auf den Wangen, durstig machender Geschmack auf den von uns wundgeküssten Lippen. Dieser Tränenfluss hatte nichts Befreiendes. Eher schnürte er den Klump im Magen noch fester zusammen. Wie einen übervollen Koffer, der sich nicht mehr verschließen lässt. Die Taxifahrerin schickte mir tröstende Blicke durch den Rückspiegel. Die halbe Stunde zum Flughafen schien mir endlos mit dieser Bowlingkugel im Magen. Es war nicht nur, was du im Soror gesagt hattest. Es war vor allem deine Haltung. Diese legere Libertinage, in deren Antlitz ich zwangsläufig zu einem plump konservativen, engstirnig naiven Provinzling schrumpfen musste. Obwohl ich keineswegs handlungsunfähig war, fühlte ich mich wie betäubt, benommen, ohnmächtig und mit einer klaren Gewissheit ausgeliefert. In unserem Wir gab es keine Exklusivität, nie, ganz selbstverständlich nie. Ansprüche jedweder Art standen mir nicht zu. Deine wunderbaren Worte waren bei mir auf fruchtbaren Boden gefallen. Zarte Keimlinge waren gesprossen und ich war bereit gewesen, Grenzen, Dämme, Schleusen zu öffnen. Kein Selbstschutz mehr, kein Schutz. Und noch bevor das Wochenende zu Neige ginge, würde Markus dich besucht haben. Das Bett würde nach mir, nach uns riechen, wenn ihr euch darin tummelt. Und das Laken trüge noch unsere Liebesspuren. Im Wartebereich des Flughafens deine SMS. Te extraño, Schätzchen. Ich vermisse dich, Schätzchen. Weil mein Verstand die Diskrepanz zwischen dem, was du signalisiertest und dem, was du tatest, nicht kapieren konnte, ohrfeigte ich mich. Ich schlug immer wieder zu, links und rechts und wieder links, bis die Rosen kamen und ich der irritierten Blicke um mich herum gewahr wurde. Im Flieger dann kam die Wut, die nicht sein durfte. Wie konnte ich dir böse sein, wo du doch keinerlei Versprechungen gemacht hattest? Es war logisch, die Wut gegen mich zu richten, den Hass auf meine kleinbürgerliche Erziehung zu düngen,
den Zorn auf mein konventionelles Weltbild zuzulassen. Wie gerne wäre ich der Hippie-Junge gewesen, den du dir gewünscht hattest. Grenzenlos freie Liebe, ohne die Fesseln der Erwartung, ausschweifend und spirituell sich selbst genügend. Ja, mir behagte die Vorstellung schon, und doch verabscheute ich diese schwule Unsitte, sich seine Ex-Partner formlos als abrufbaren Harem zu bewahren, zutiefst. Was meinem Bewusstsein verborgen blieb, dem Unterbewusstsein jedoch keineswegs, war das Wissen, dass meine Vorstellungswelt zu meiner Verstellungswelt werden musste, wenn wir ein Wir bleiben wollten. Einem Menschen, dem nicht viel an sich selbst liegt, würde dies nicht schwerfallen. In Berlin angekommen, bedankte ich mich bei dir für die schöne Zeit. Wie ich die kommenden 30 Stunden überstanden habe, weiß ich nicht mehr. Woran ich mich erinnere, sind Wachstunden in der Nacht zum Sonntag, in denen ich die Raufasertapete studierte, mit Blicken wie mit Fingergucken und daran, dass der Appetit mich weiterhin mied, als hätte ich die Pest. An einen Knäuel aus Gedanken wie Markus ist ein netter Name oder eigentlich sehen die beiden besser zusammen aus als wir oder ich hätte den Flur endlich neu streichen sollen. Die Idiotie wucherte wie ein Blütenmeer zu Ostern. Nach Markus kam Pedro, nach Pedro Diego und nach Diego wieder ein Pedro, bevor Hugo, Alvaro, Pepe, Eusebio und Antonio sich einreihten. Es gab einige, deren Namen ich nicht erfuhr, weil du sie nie danach gefragt hattest. Und ich sah dich mit etlichen halbnackten Typen, von denen nicht einer Markus war, jedoch jeder ohne weiteres mit ihm auszutauschen gewesen wäre, Arm in Arm ins Objektiv einer Kamera lächeln. Sie waren mir egal, waren ein dumpfer, gleichmäßiger Schmerz, den ich kaum wahrnahm. Ich wurde zu einem dieser Menschen, die immer wieder verzeihen. 5x80x, 5x80x. Nur eins habe ich dir nicht verzeihen können, das erste Mal, den ersten Verrat. Nach diesem einen Mal habe ich dir jeden Fehltritt, jedes Fremdgehen, jede Affäre verziehen. Das alles ging mich nichts an, war mir gleichgültig und ich konnte und kann reinen Gewissens sagen, dass ich vergeben und vergessen habe. Aber der erste Betrug, du, war einer zu viel. Er ist unverzeihlich. Unter Stuarts brüderlich, Stuart war ein Freund in London, unter Stuarts brüderlich besorgtem Blick packte ich am Freitagmorgen meine Reisetasche. Überleg's dir, sagte er. Kein Sex der Welt ist es wert, dass man nächtelang weint, höchstens vor Glück. Es ist nicht der Sex, erwiderte ich leise in mich hinein. Er braucht mich. Er war feinfühlig genug, nicht weiter nachzufragen. Ein dünnes Unwohlsein in der Rippengegend ließ mich gewahr werden, dass ich nie mit meinen Freunden oder meiner Familie über dich, über uns gesprochen hatte. Unser Wir hatte mich einsam gemacht, amputiert, hilflos und vor allem ohne Worte. Wie hätte ich uns Stuart verständlich machen sollen, wo mir doch selbst die Plausibilität fehlte? Hätte ich ihm von unserer Blutgruppe erzählen sollen? A, Rhesus negativ kommt in der Gesamtbevölkerung selten vor. Lediglich 6% haben sie. Bei Männern ist diese Blutgruppe außergewöhnlich rar. Die Chance, einen Mann zu treffen, der sie hat, liegt bei 1 zu 500.000. Es war ein Irrwitz, dass A, Rhesus negativ ausgerechnet uns einte. Ein Irrwitz zu glauben, dass wir aufgrund dessen füreinander bestimmt waren. Stunden später, in deiner neuen Wohnung, in deinem alten Bett, schliefst du so selig und friedlich, ganz, ganz dicht bei mir. Ich war noch halb in dir, mein Puls ging durch dich hindurch. Das Abgekämpfte in deinem Antlitz, das mich am Flughafen erschreckt hatte, war reiner Harmonie gewichen. Deine Züge hatten offenbar einen Waffenstillstand miteinander ausgehandelt. Kein Verdruss mehr, keine Unrast, kein Brennen. Du atmetest meine Luft und ich die deine. Meine Fingerspitzen glitten über deinen Rücken, argusäugig von meinen Blicken beschattet. Und ich hatte ex abrupto das Gefühl, dass du Lichtjahre entfernt warst. In dieser Sekunde fragte ich mich, was es war, das auszusprechen dir so schwer fiel. Was es war, was mich so verletzte. Wie es kam, dass ich dich nicht mehr liebte. Dich nicht mehr liebte. Oder dich liebte. Doch liebte, trotz allem, trotzdem. Weiß der Teufel. Was würde passieren, dachte ich, wenn ich nicht mehr die Worte suchen würde, die ich bislang vergeblich gesucht habe, wenn ich plötzlich so sprechen könnte, dass du mich hörst und verstehst. Was würde passieren, wenn wir so mutig wären, einander zu vertrauen, wenn wir wüssten, dass wir einander nichts mehr vorzuspielen brauchten?
Die Antwort, die mir in den Sinn kam, lautete Zweisamkeit. Ich überlegte kurz. Das spanische Wort für Zweisamkeit heißt Union. Versonnen schrieb ich mit meinem Zeigefinger ganz groß Union auf deinen Rücken und erschrak, als du im Halbschlaf ganz deutlich Seguro, Schätzchen, artikuliertest. Diesmal wartetest du nicht auf mich, als ich in Madrid ankam. Nach einer halben Stunde vergeblichen Wartens schickte ich die erste SMS. 10 Minuten später rief ich dich an. Zuerst deine Mobilfunknummer, dann deinen Festnetzanschluss. Keine Antwort. Als ich des Wartens müde wurde, marschierte ich zur U-Bahn-Station. Die Wohnung war verwaist, aber hell erleuchtet. Dass die Wohnungstür unverschlossen gewesen war, deutete auf einen abrupten Aufbruch deinerseits hin. Warst du vielleicht verspätet zum Flughafen gefahren? Wolltest du noch Besorgungen machen? Die vorwitzige Kocke, Kocke war seine Katze, huschte mir aus dem Wohnzimmer entgegen, rieb ihr Köpfchen an mir und ließ sich begrüßungsstreicheln. Die Kartons waren inzwischen ausgepackt und verschwunden, die Wohnung eingelebt und ein Zuhause. Auf dem Couchtisch im Salon lag eine kurze Notiz von dir, du seist mit dem Zug nach Saragossa gefahren, einen Freund besuchen. So plötzlich? Und obwohl du wusstest, dass ich heute ankommen würde? Ich überlegte, wo dieses Saragossa lag und kam nicht drauf. Dein Atlas gab Aufschluss. Hauptstadt von Aragon, etwa 330 Kilometer nordöstlich von Madrid. Für einen Spontanbesuch bei einem Freund, der dir nicht einmal die Zeit für eine popelige SMS ließ? Ich beschloss, mich nicht zu ärgern und das Beste aus meiner Situation zu machen. Telefonisch bestellte ich mir Carpaccio und einen Ensalada Española in einem benachbarten Restaurant, deren Karten an deinem Eisschrank klebten. Während ich auf das Essen wartete, legte ich Nina Simone auf und massierte Cockys kleinen, schmiegsamen Körper. Nach dem Abendessen war ich so matt, dass ich mit deiner Katze auf dem Zebrafell im Wohnzimmer wegsackte. Die feinsinnig von mir kreierte innere Ruhe des Ankunftsabends hatte sich vollends verflüchtigt als der nächste Morgen. Ich hatte Kocke bereits ihr Frühstück gemacht, mich geduscht und deine Schmutzwäsche in die Maschine gestopft, weiterhin jedes Lebenszeichen von dir vermissen ließ. Ich rief dich an, Mailbox. Ich schrieb eine SMS, keine Antwort. Deine Wohnung wurde mir zur schweißtreibenden Falle. Die Jalousien vor den Südfenstern des Salons waren kaputt. Der Ventilator unter der Decke wirbelte ab 10:30 nur noch die heiße Luft durch. Selbst Kocke, die eine echte Sonnenanbeterin war, hielt es dort nicht aus und verkroch sich unterm Küchentisch. Ich lag nackt auf den Holzdielen im Flur, eine Karaffe mit Eiswasser neben mir, und wartete darauf, dass das Telefon klingelte, die Wohnungstür sich öffnete, irgendwas. Aus deinem Schlafzimmer vernahm ich das leise Ticken der Wanduhr und zählte mit. Schmiss das Telefon brüllend gegen die Türzarge und spürte, wie mein Blick sich festsog an seinem Umriss vor der weißgetünchten Wand. Du hattest den Laptop auf dem Küchentisch nicht ausgeschaltet, warst auf den Datingportalen noch eingeloggt, sodass ich die Chatverläufe ungehindert lesen konnte. Es wurde zu einer Sucht, alles ganz genau wissen zu wollen, bis der Brechreiz einsetzte. Woher diese Lust, mir selbst weh zu tun? Wieder ein paar Stunden im Dämmerzustand, von Albträumen durchsetzter Schlaf in der Bruthitze deiner Wohnung. Frühmorgens, es war noch nicht 4, schnappte ich mir Kocke, eine Landkarte und die Autoschlüssel und fuhr mit deinem Mercedes raus aus Madrid und nahm die Landstraße zum Buchenwald von Montejo. Einer alten Legende nach lebten dort einst Elfen, welche mit ihren Liedern die Besucher des Waldes verführten und in ihre Höhlen lockten, um sie dort in Tiere zu verwandeln. Ich dachte mir, dass es gar nicht so schlecht wäre, in einen Hirsch oder einen Reiher verwandelt zu werden, legte der neugierigen Kocke ihr Geschirr um und spazierte mit ihr durch den Wald mit seinen 20 Meter hohen und 500 Jahre alten Buchen, seinen Eschen, Eichen und Stechpalmen. Ich pflückte wilde Erdbeeren, sammelte Schnecken für deine Blindschleiche und verlor mich im Plätschern des Jamara-Flusses. Dass ich mich illegal dort aufhielt, man den Wald nur mit Eintrittskarte und Führer, auf gar keinen Fall aber mit einer angeleinten Katze betreten durfte, erfuhr ich erst, als mir auf dem Rückweg eine kleine Menschengruppe entgegenkam. Donde has estado? Fragtest du, als in der Küche geeiste Honigmelone mit Serrano zubereitend, als Kocke und ich zu Hause eintrafen. Wo ich war? Ich stürzte ins Bad, um tief durchzuatmen.
Der Zorn, den deine Frage ausgelöst hatte, loderte dermaßen, dass ich zum ersten Mal bereit gewesen wäre, auf der Stelle komplett auszurasten. Diese Fantasie, dir wie ein Stier meinen Kopf in die Zähne zu rammen, für die ich mich sogleich schämte. Der Gedanke, meine Tasche zu nehmen und wortlos diese Wohnung zu verlassen. Die Idiotie, ich könne dich doch nicht alleine lassen. Die beide Optionen gleichzeitig zerschlug. Nur wohin bloß mit dieser vermaledeiten Wut, die nicht sein durfte? Eine Freundin meiner Mutter hatte mir einmal erzählt, dass sie als Mädchen unsicher und schüchtern war. Sie kompensierte dies, indem sie die scheußliche Angewohnheit entwickelte, an ihren Fingernägeln zu kauen. Sie tat dies jahrelang, bis sie ungefähr 11 war. Eines Tages ging ich auf dem Schulweg den Hügel zu unserem Haus hinauf. Wie immer hatte ich an meinen Nägeln gekaut. Meine Finger sahen richtig schlimm aus. Als ich das Gartentor aufmachte, hatte ich eine Epiphanie. Oder wie man immer das auch nennen mag. Ich sah auf meine Hände und sagte mir, ich werde das nicht mehr tun. Und ich habe es auch nie wieder getan. Ich sah in den Badezimmerspiegel, blickte in mein vor Wut und Ekel verzerrtes Gesicht und dachte, ich werde das nicht mehr tun. Dann atmete ich tief, achtete auf das Heben und Senken meiner Brust, dachte an Wellen, die gleichmäßig und mit kraftvoller Ruhe an den Strand rollten, an eine watteweiße Wolkenfront, die der Wind nach Osten schieb, an einen Wal, der in die Tiefe zieht. Das Antlitz im Spiegel glättete sich, der Hass fiel heraus, klatschte ins Waschbecken, wurde weggespült. Eine Lektion, die ich lernte. Ohne Wut überlebt man nur, wenn man immer wieder aufs Neue einen Teil von sich tötet. Einmal hatte ich dich geweckt, mitten in der Nacht, und dich gebeten, mich festzuhalten, als ich es nicht mehr wagte, auf mich selbst zu vertrauen und auf uns. Kurzatmig war ich und verstört von einem Traum, in welchem ich völlig aus der Puste einem Truck hinterhergerannt war, den du durch eine karge, staubige Landschaft steuertest. Ein Traum, in dem tiefe Dunkelheit herrschte und eine Szenerie, die mich an Lynchs Lost Highway erinnerte. Meine Stirn war kalt und nass und meine Hände zitterten, als ich dich weckte. Versuch jetzt zu schlafen, sagtest du mit einem drohenden Unterton und drehtest dich auf die andere Seite. Ich weckte dich wieder, ich wagte nicht, es zu lassen. Da setztest du dich auf und starrtest mich grimmig an. Dann verschwandest du in der fahlen Dämmerung des Wohnzimmers. Du hattest ein großes Glas Remy Martin halb ausgetrunken in der Hand, als du zurückkamst. Verdammt nochmal, warum darf ich denn nie schwach sein, brülltest du. Dann trankst du aus, als ob es ein Glas Wasser gewesen wäre. Dann legtest du dich hin, dann schliefst du ein. Wie die Dämmerung in den Morgen ging, darüber gab es nichts zu sagen. Über dich und mich gab es zu dieser Zeit auch nicht mehr viel zu sagen. Ab Oxford Circus nahm ich den Bus, um die Stadtlichter wie bunte Sternschnuppen neben und über mir vorbeihuschen zu sehen. 48 Haltestellen bis Richmond, Mayfair, Hyde Park Corner, Brompton, Chelsea, Putney, North Sheen. Die Gegenden wurden immer menschenleerer, bürgerlicher, grüner. Reihenhäuser, Einfamilienhäuser, helle Fenster mit trägen Silhouetten hinter großmütterlichen Gardinen, gepflegte Vorgärtchen mit Vogeltränken, stoisch dienstleistende Laternen, einzeln versprengte Taxis, kaum noch Blaulicht, kaum noch Sirenen. Die Müdigkeit wuselte herbei, eine fordernde, leidenschaftliche, eine, der man sich gerne hingeben mag. Eine wohlige Entkräftung wie nach einer durchliebten Nacht. Home, dachte ich, nach Hause, ein Zuhause, Nest, Einkuscheln, zusammen, bitte nicht allein. Im Wegdämmern begleitete mich diese Ahnung, kein Teil von irgendwas zu sein, sondern als freies Molekül zu schwingen, nicht verankert, ohne Wurzeln zu sein. Ein Bett in Berlin, das ich mir nicht ausgesucht hatte. Eine Matratze in London, die nicht meine war. Ein halbes Bett in Madrid, das nicht mir gehörte. Ferner eine Sprache, in der ich mich definierte, eine zweite, in der ich arbeitete und eine weitere, in der ich liebte. Wenn wir es überhaupt taten. Wieso diese Unsicherheit? Ich hatte deinen Schlüssel, trug deinen Ring. Warum also in dieses in Frage stellen? Das Vage, die Schwebe.
Die Vergangenheits- und zukunftslose Gegenwart machten mich mulmig und benommen. Mein Selbstschutz, sonst erbsengroß und verweichlicht, sprang an wie ein geölter Motor. Wenn der Boden unter mir schwankt, mache ich automatisch winzige, fast unmerkliche Schritte, weil ich so vielleicht das Gleichgewicht halten kann. Wenn die Sekunden stocken, um dann alle auf einmal über mich hineinzubrechen, bin ich streng zu ihnen. Wie ein Lehrer der alten Schule, das Lineal wie einen Schlagstock in der Hand. Ich habe keine andere Wahl, als diese Rolle zu spielen. Eine um die andere werden die Sekunden durchgelassen durch mich und die endlosen Stunden bis zum Morgen. Wenn ganze Seiten, Passagen und Bandwurmsätze undurchdringlich erscheinen, nehme ich sie Wort für Wort und halte sie gegen die Lampe, damit sie durchsichtig werden. Dann kann ich sie durchdringen, schlage mir mit einer Machete den Weg im Dschungel frei und raffe schließlich die kümmerlichen Reste meiner Courage zusammen und flüstere leise, hörbar nur für die Menschen, die das Ohr ganz nah am Boden haben und vorwärts kriechen wie ich. Und jetzt haben wir noch 4 Minuten und die Seiten sind mir ausgegangen. Ich gucke mal, ob ich hier noch was finde, was sich vorzulesen lohnt. Es tut mir leid. Ich hatte echt gedacht, ich schaffe. Ja, wenn du das gelesen hast, was du vorlesen solltest, dann können wir noch, auch mal 3 Minuten. Sind nur 27 Minuten jetzt. Es ist ja nicht so schlimm. Im Gegenteil, ich bin tief beeindruckt, wenn ich ehrlich bin. Mein Gott, was hast du da geschrieben? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das freut mich. Das geht zu Herzen, das ist ganz dicht, das ist ganz tief, das ist... Das macht die Briefform, glaube ich, dass immer von ich und du gesprochen wird. Das habe ich aber auch absichtlich so gemacht. Ich denke ja manchmal so. Ja, da ist ein Plan dahinter, das ist ja kaum zu glauben. Ja, Mensch, ich fand es ganz großartig. Ich kann es kaum erwarten, dass das Buch rauskommt. Also das, wann wird es denn soweit sein? Was schätzt du denn? Ich wollte eigentlich am 6.6. fertig werden, ja. Hatte dann aber mit meiner Renovierung und so weiter wirklich lange zu tun und habe jetzt fast 2 Monate nicht geschrieben, Also 1,5 Monate, 6 Wochen nicht geschrieben und das macht sich jetzt bemerkbar. Also ich hoffe, dass ich im September fertig sein werde, ja. Und dann geht es ja ins Lektorat. Und also ein Weihnachtsgeschenk. Wenn wir Glück haben zu Weihnachten, aber ich schätze eher Anfang. Jahres. Mhm. Bis dahin kann ich ja noch ein paar Mal vorlesen. Ja. Habt ihr es ja alle als Hörbuch schon. Ja, ganz dringend. Also ich bin weg. Ich bin hin und weg. Deine Sprache, wie du Metaphern findest für Gefühle, das fand ich so unglaublich. Bei meinem Manchen musste ich, das ging mir richtig rein, da war ich richtig so richtig weg. Großartig. Also ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du uns da hast reinhorchen lassen und reinhören lassen. Ja, ich danke euch für die offenen Ohren. Ja, ja, ich danke natürlich auch allen Anwesenden für die offenen Ohren, natürlich. Mir hat es wahnsinnig gut gefallen, aber alles hat ein Ende. Deswegen, vielleicht sehen wir uns dieser Tage bei einer anderen Lesung. Es geht ja jeden Tag so weiter. Morgen, gerade hatte ich es noch im Kopf irgendwie. Ja, morgen glaube ich das Autorenduo und übermorgen Robert mit seiner Lyrik, wenn ich mich recht entsinne. Ja, freue ich mich drauf. Dann bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.